Aber nicht zu weit fahren, weil ich muss dich noch sehen, ansonsten kommt der schwarze Mann hinterher gerannt. Ich bin wieder in Kaiserslautern mit dem besten Elektrofahrrad Deutschland. Ein Kekut. 100 Kilometer Reichweite und 60 Newtonmeter. Kannst dein Handy verbinden, alles Mögliche. Hast sogar Schiebehilfe mit einem Licht. Genauso wie das Fahrrad hier steht, könnt ihr das unten in der Beschreibung kaufen. Alles, was ihr machen müsst, geht runter in die Beschreibung. Guckt euch das Fahrrad an und kauft euch das Fahrrad, denn es ist sehr billig. Let's go! Ich bin Kaiserslautern mit Jonas. Er wird heute das Fahrrad Kekut ausprobieren. Bist du schon mal ein Elektrofahrrad gefahren? Nein, noch nicht. Heute ist mein erstes Mal. Das ist das beste Elektrofahrrad in Deutschland. Kekut. Unten in der Beschreibung ist der Link. Probier mal. Fahr mal, gib einfach Gas und dann sagst du, wie du es findest. Hau aber bitte nicht ab. Alter, der haut bestimmt ab. Komm her, du kleiner Bastard. Okay, doch nicht. Oh, Digga, hoffentlich bleibt der, haut er nicht ab. Hoffentlich haut er nicht ab. Ich kenn den gar nicht. Okay, der macht nur einen Spin. Gut. Damn, das ist alles so gut. Der fährt nochmal. Ich habe eigentlich gesagt, nur einen Spin, Bro. Oh, hoffentlich baut er keinen Unfall, Alter, das Auto. Ey, der brettert hier rum. Stark. Von 1 bis 10, wie bewertest du das Fahrrad? 11. 11? Muss ich ehrlich sein. Also, ich habe noch nie. Mein Kumpel hat auch ein Elektrofahrrad. Aber das überbietet das 100%. Also, ich habe noch nie so ein Fahrrad gefahren. Muss ehrlich sein. Was denkst du, kostet dieses Fahrrad? 2000 Euro. Muss ich leider enttäuschen. Oder besser gesagt, 899 Euro. Echt? Ah ja, 899 Euro. Kekut, wie gesagt, 100 Kilometer kriegst du mit dem Ding. Du hast 60 Newtonmeter mit diesem Fahrrad. Du hast noch eine zusätzliche Gehhilfe, wo das Fahrrad einfach von alleine fährt. Bro, wenn du mal keinen Bock hast mehr zu fahren, ich sag dir so, wie es ist. 899 Euro, du hast alles dabei, du hast sogar Licht, guck dir an, du hast sogar Licht eingebaut, alles, so wie es hier steht, ist alles dabei. Das okay, gut, was ist dein letzter Satz für diesen Fahrrad? Würde ich mir holen, ganz ehrlich, ich will mir das kaufen. Unten in der Beschreibung ist der Link, klick einfach drauf. Werde ich tun, danke schön. Ich habe hier den Simon. Und er wird jetzt nochmal das Elektrofahrrad testen. Bist du schon mal Elektrofahrrad gefahren? Nicht wirklich. Was heißt nicht wirklich? Einmal reingedreht? Ja, ich bin schon mal reingedreht, ja. Okay. Aber nur ganz kurz. Dann teste mal das hier und sag mir deine Meinung. Mussten für ihn ganz hoch einstellen, denn er ist sehr groß. Jetzt bin ich gespannt. Was wird Simon sagen? Denn er fährt selber schon Fahrrad. Da habe ich keine Angst, der wird glaube ich nicht abhauen. Das ist kein Talaum. Er will die Stufe noch höher einstellen, aber geht nicht. 25 km/h ist maximale. 100 Kilometer hat er Reichweite mit diesem Gerät. Und Simon, was sagst du? Ja, geht schon gut. Geht schon gut. Besser als deins? Bisschen besser, aber nicht viel. Nicht viel besser? Ja, ich meine, hier ist ja flach. Ich glaub, da kommt der Elektromotor nicht so gut zum Tragen. Aber wenn du willst, kannst du auch den Berg kurz noch vorfahren. Ja, ich glaube denen das schon, dass der. Also, er hat 60 Newtonmeter Drehmoment. Ja. Also 100 Kilometer Reichweite mit der Batterie. Ohne Batterie kannst du natürlich auch fahren. Das geht alles. Licht hast du. Du hast Anschiebehilfe. Du kannst dein Handy verbinden. Kannst alle Daten vom Handy rüberholen. Was schätzt du, kostet so ein Fahrrad? 2000? Leider nicht. 899 Euro. Oh wow. Mit einer Batterie dabei. So wie du es hier siehst, ist alles dabei. Plus noch Werkzeug, um alles einzustellen. Ich hoffe, die Bremsen waren gut eingestellt, weil die habe ich nochmal nach einstellen müssen. Trotz allem, würdest du so ein Fahrrad weiterempfehlen? Also ich denke auf jeden Fall für jemanden, der sag ich mal, in dem Alter ist oder die Strecken fährt, dass kein normales Fahrrad geht. Ist es schon sicherlich eine Option. Also ich glaube für mich persönlich, ich fahre gerne noch ohne Elektromotor. Ich fahre jetzt auch nicht so weite Strecken, aber an sich macht schon Spaß auf jeden Fall. Ich habe die nächsten Kandidaten gefunden. Ich bin hier mit Maya und Kelvin. Kelvin, yes. Cool, Kelvin. Seid ihr schon mal Elektrofahrrad gefahren? Nein. Nope.
Maja, hock dich mal drauf und gib mal das Beste. Du hast ja gesagt, du hast Muskelkater. Ich glaube, da wirst du den Muskelkater gar nicht fühlen. Zeig mal, was du drauf hast. Aber nicht zu weit fahren, weil ich muss dich noch sehen, ansonsten kommt der schwarze Mann hinterher gerannt. Okay, Maja hat ein bisschen Schiss, denn das Ding geht direkt Tacho. Es geht gut ab. Hopp, gib mal richtig Gas, Maja. Ah, jetzt geht's ab. Die hat Angst. Sie guckt, die hat schon die Bremsen in der Hand. Schau mal, einmal angetreten ist schon 20 km/h schnell. Ah ja? Jetzt geht der Kelvin mal hin und testet das Teil. Die warten momentan auf den Zug. Ich glaube, das wäre besser als der Zug. Was sagst du zum Fahrrad? Du hast ein bisschen Angst. Nee, tatsächlich eher weniger Angst, sondern es war ungewohnt. Okay. Also so direkt beim ersten Schritt hat man gemerkt, es beschleunigt schon sehr schnell. Aber ich finde es cool. Ich finde es cool. Das ist schon mal eine gute Aussage. Der Kelvin, der geht ab. Guck mal. Oh, oh, wow, 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 wow. Nicht, dass der Kelvin... Geht ab, Alter. Geht ab, ich weiß. Digga, ich trete einmal ein, auf einmal 100 km/h gefühlt. Ey, das Ding geht ab. 60 Newtonmeter. Was? Gut ab, ja. Das hat 100 Kilometer Reichweite. Also wie gesagt, kannst du... Stabil. Nach Saarbrücken fahren von hier. Und wieder nach Hause. Bewert mal von 1 bis 10. Also Fahrgefühl so eine solide 7. 7? Was sagst du von 1 bis 10? Solide 8. Was schätzen wird so ein Fahrrad kosten? 1200. Was sagst du? Mehr, definitiv mehr. Ich schätze so 4.000, 5.000. 4.000, 5.000. Also das ist schon ein Kleinwagen. Aber das tatsächlich kostet das Fahrrad sogar 100.000 Euro. Kostet 899 Euro. Ein Kekut. Unten in der Beschreibung ist natürlich der Link. Stabil, wo kann man das kaufen? Im Internet. Im Internet. Der Link ist unter dem Video, in der Beschreibung. Musst du einfach nur eingeben. Würdest du das Fahrrad weiterempfehlen? Also von meinem Fahrgefühl her, was ich jetzt in den 3-4 Sekunden, was ich da jetzt gefahren bin, empfehlen kann, auf jeden Fall. Würdest du es weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Würdest du es ja auch kaufen, wenn du das Geld jetzt vorhanden hättest? Nur für ein Fahrrad? Definitiv. Auf jeden Fall.